So, hallo, neue Runde, neue Fails. Wir machen eine weitere Folge Geoguessr. Und ja, starten mit unserer Daily Challenge. Ich finde es übrigens super, also wirklich super, wie viel ihr an Hinweisen findet, die ich komplett übersehen habe. Und also, das mit den Kommentaren, ne? Großartig. Absolut großartig. Immer weiter so. Immer weiter so. Ich finde das großartig. Nur ich fürchte, ich werde nicht besser werden. Also bitte erwartet keine Steigerung. Ich werde auch zum dritten Mal ich weiß nicht mehr, was es für eine Hauptstadt war, dieses Rakia-Dingens nicht erkennen. Und ich versuche das, aber ne? Ich merke auf jeden Fall, dass ich geografisch Grundkenntnisse. Ja, sollte man vielleicht mal ein bisschen auffrischen. So, das sieht erstmal tschechisch aus. Einfach jetzt mal. Ersteindruck, ne? So Ersteindruck wie bei einem Date. Erster Eindruck. Ja, moin. Ach, ich hab ganz. Es geht gar nicht ums Land. Aber ich meine, Tschechien ist zum. Die Tschechei ist zum Glück nicht groß. Die ist zum Glück nicht groß. Ich hätte natürlich jetzt noch auf die genaue Gegend. Ich war jetzt wieder voll im hier Battle Royale Modus, wo man nur auf das Land klickt und dann gibt man ab. Ja, wir waren natürlich hier in Zabrze, natürlich. Genau da waren wir. Okay, also ja, das war jetzt blöd, ich hätte 500 Punkte mehr vielleicht haben können, aber ja, egal. Dafür war mein Ersteindruck richtig, das hat mich schon mal wieder gefreut. So, das SR meinte, Quatsch, das RS bei Serbien meinte Silajkan, dass es sowas heißt wie. Ich hab's vergessen. Scheiße. Ah, ich muss kurz nachlesen, muss es nachlesen. Aber es sind so viele schöne Kommentare, ich freu mich da mega. Also ich lese die auch alle. Bitte schreibt auf jeden Fall immer weiter. Auch so Sachen wie zum Beispiel so Doppelbuchstaben hintereinander, das deutet auf skandinavische Länder hin und lauter so Zeug. Na, das ist, ich werde es mir nicht merken und ich werde es dann, wenn es drauf ankommt, werde ich es nicht einsetzen können. So, das weiß ich jetzt schon. Aber ja. Okay, Barcelo.com. Steht das für Barcelona? Es würde halt Sinn ergeben. Es würde halt Sinn ergeben. Es würde halt irgendwo Sinn ergeben. Ja, schon mal in die Richtung gehen. Wo ist jetzt Barcelona? Ah, da geht's wieder los mit meinem Unwissen. Oh mein Gott. Bin ich jetzt schon wieder gedanklich komplett lost? Ich sag mal. Oh, Schande über mich. Jetzt finde ich Barcelona nicht, ne? Jo, wo zum Teufel? Mein Gott. Beißt mir gleich so in den Hintern. Ist es nicht irgendeine Hauptstadt? Bin ich jetzt komplett doof? Oder zumindest eine sehr big. Hä? Oh mein Gott, das ist doch gehört doch nach Südamerika. Doch nicht hier irgendwo. Oh nein, ich hab. Ecuador.
Ecuador ist aber doch nicht. Oh, das hat nichts mit Barcelona zu tun. Ja, schade. Oh, ich habe Musik vergessen übrigens. Ich mach gleich Musik an. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz. Mach ich erstmal Musik an, Sekunde. Wie gesagt, es geht jetzt wieder irgendwo los. Also es kann sein, dass ich jetzt ein paar Sachen wiederholen von Kumo, ne? Ich weiß jetzt nicht, was wir schon alles gehört haben. Ich starte einfach irgendwas. Der Zufallsgenerator ist an und somit wird es einfach durch Dings gedingst. Übrigens, dieses Lied, was ich letztens hatte, dieses, damit können wir eigentlich starten. Dieses Remember Always, wo ich gemeint habe, ich kann es keinem Spiel zuordnen, aber es klingt cool. Das ist eine Eigenkomposition. Also der macht nicht nur Spiele-Remixes, der hat auch so ein bisschen Eigenkompositionen gemacht. Und Remember Always ist ein Original-Ding von ihm. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz bilden. Sorry, jetzt muss ich mich hier mal ganz kurz bilden. Einen Moment, ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier keinen Quatsch mache. Sekunde. Ihr seht gleich wieder was. Ihr seht gleich wieder was. Scheiße, Barcelona ist in Spanien. Ja, Lost. Ja, Lost. Aber hey. Okay. Immerhin ist die Musik gut. So, guck mal, da haben wir doch direkt was Schönes. UB. UBGov.mn. Ah ja. Das ist so russische Schrift, oder? Das ist so also osteuropäische Schrift. Also Gov steht für Government, ja, das ist klar. Aber MN oder UB? Kriege ich hier das nochmal ein bisschen genauer? Ist das eine. Wo ist der Bus hin? Yo! Ist es. Ach, das ist der Bus. Aber wo ist denn der dann? Ist das der gleiche? Das muss ja der gleiche. Das ist interessant. Aber stimmt, wir müssen eh den Ort noch rauskriegen. Dongseol. So, aber jetzt nochmal hier. Das Lied ist großartig. Also. Aber das ist, wie gesagt, eine Eigenkomposition von Kumo. Was ich gar nicht so genau wusste. Ups. Wollte es nur ein bisschen leiser machen. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Also, ich sag, wir sind irgendwo in Südeuropa. MN könnte Mongolien sein. Das UB irritiert mich ein bisschen, aber das MN kommt halt hinten. Aber hat Mongolien so eine Schriftart? Das passt auch irgendwie wieder nicht so ganz zusammen, ne? Aber sonst könnte halt UB nichts anderes sein, so. Ich geh hier raus. Ah, guck mal! Ja, die haben so eine Schriftart. Ich sehe es ja hier sogar. Okay, cool. Dann sind wir schon mal irgendwo da. Kriegen wir einen Ort raus? Und übrigens haben auch manche Leute geschrieben, es kann sein, dass die Zensuren vom Spiel kommen und nicht von Google Maps nochmal gemacht wurden, vielleicht um es schwieriger zu machen. Aber das kann ich mir auch wieder irgendwie nicht vorstellen, dass die. Gehen die alle Maps durch und gucken, wo könnten Hinweise sein? Wir machen es schwieriger, indem wir die zensieren? Das wäre schon irgendwie wieder krass, ne? Das Problem ist halt, man kann halt hier die Stadtnamen nicht lesen, selbst wenn man sie jetzt finden würde. Ich klicke einfach in die Mitte rein. So groß ist das jetzt nicht. Ja, passt. Ich habe ja sowieso gerade 0 Punkte bei dem zweiten abgeholt. Was soll's. Und für Barcelona bin ich sowieso schon wieder der größte Depp dieses Videos. Ah, oh Gott. Ja, natürlich ist Barcelona in Spanien. Wie kam ich denn darauf, dass es woanders ist? Nobles Hospital.
Nobles Hospital. Oder Noble? Aber wenn es französisch wäre, wäre über dem Hospital wäre so ein O. Also, da wäre über dem Hospital so ein O, ja, wahrscheinlich. Wäre so ein Dings drüber. So ein Akzent. Der Das Dach-Akzent-Ding. Wie heißt das Ding nochmal? Es gibt Accent Grave, es gibt Accent Aigu und es gibt den Accent Circonflex. Ich glaube, es war das Circonflex, das Dach. Grave und Aigu waren die anderen halt. So, da. Das ist doch, wir sind in Frankreich. Naja. Da sind wir in Frankreich oder sind wir vielleicht in. Könnten auch in Kanada, Quebec-Region sein. Weil sonst würde doch hier nicht Sunday, 21st November stehen. Ich glaube, da will mich jemand hier in die Irre leiten. Oh, guck mal hier. Onjan Sneffel Ramsey. Ich gehe nach. Ich würde jetzt. Also, wenn ich jetzt nicht. Nichts Besseres finde, klicke ich in die Quebec-Region rein. Das würde, denke ich, schon passen. Na, es ist an sich hier Englisch. Aber mit französischen Elementen. Das würde Kanada technisch in die Quebec-Region reinpassen. Es ist halt auf jeden Fall nicht Frankreich, aber es ist eine schöne Stadt. So, hier fahre ich gerne durch die Gegend. Bushaltestelle. Oh, haben wir. Was für eine Währung haben wir in Quebec? Haben wir. Das sind doch Pfund, oder? Das sind doch Pounds, die ich da. Warte, habe ich da Island gelesen? Go to Iceland. Ja, aber das kann auch wieder. Das muss jetzt wieder kein Landhinweis sein. Bei Island könnten. Könnte Island gut passen? Im. Wofür könnte Im stehen? Soll ich. Ah, jetzt wird's. Hier, ich könnte. Soll ich Island machen? Oder lieber die Quebec? Ich mache die Quebec-Region. Oh! 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 Im steht für die Isle of Man. Ich weiß, dass Im nicht für Kanada hätte stehen können. Ich habe die französischen Elemente irritiert. Da wäre Ramsey. Okay, wenn man halt die Orte wieder gekannt hätte. Hättet ihr an Ramsey schon Dings erkannt? Und was war das andere Land? Das war dieses Chan irgendwas. Dieses andere Land wahrscheinlich. Der andere Ort war irgendwas mit Chan. Onchan, genau. Onchan und Ramsey. Wenn man das gekannt hätte. Ramsey kenne ich nur jetzt wollte ich Herr der Ringe sagen. Von. Na, hier. Weißt du schon. Hier. Wie heißt jetzt wieder? Ich vergesse so viel. Wie heißt jetzt wieder die Serie? Games of Thrones, natürlich. Ist der eine Typ da nicht Ramsey? Oder so ähnlich? Ah, das ist das, was ich meine. Es ist. Sobald ich aufnehme. Und ich will an so viel denken und ich vergesse einfach alles. Ich meine, Games of Thrones, das sollte einem doch einfallen. Und selbst das fällt mir in dem Moment nicht ein. Lilimani House Church. Das ist wieder irgend sowas. Wobei ich hier jetzt mehr so afrikanische Vibes habe. Ich meine, es kann auch noch Südamerika sein. Petrol Base. Kamukuviapolis. Nee, das ist. Würde ich jetzt wirklich mehr nach Afrika setzen. Oh, und im Hintergrund. Phantom Hourglass wollte ich schon sagen. Majora's Mask. Großartiges Lied.
Bungoma. Okay, kriegen wir eine Region Bungoma? Finden wir eine Region Bungoma? Das Problem ist, es ist halt nicht das Land. Na? Oder könntest du das Land? Bungoma kenne ich nicht. Also. Ich meine, es das heißt nichts, dass ich es nicht kenne. Na, wir hatten ja letztens dieses da, Lesotho. Aber als Land kenne ich Bungoma nicht. Ich würde es jetzt aber gern als Region vielleicht finden. Na, Katholik, Diözese of Bungoma. Das kann ja, muss ja irgendwas. Das kann aber halt auch nur eine Ortschaft sein und zwar eine ganz kleine. Und dann finde ich es natürlich erst recht nicht. Das kann im Moment kann es hier einfach noch alles sein. Ich möchte auch kurz zu meiner Verteidigung sagen, wenn ich hier noch mehr Blödsinn mache heute, als eh schon. Es ist sauspät und ich wollte es eigentlich gar nicht mehr aufnehmen. Ich habe gedacht, ich will, dass morgen trotzdem noch eine Folge kommt. Climbing Line End. Ja, danke. Beste Ortschaft, die ich da lesen konnte. Ich wollte, dass unbedingt noch eine Folge kommt. Ich war vielleicht nicht die beste Idee, jetzt noch aufzunehmen. Ich glaube, ich bin noch dümmer als sonst. Baraka Investment. Ja, ich werde irgendwo mitten in Afrika reinklicken. Was bleibt mir übrig? Mal gucken, wie nah wir dran sind. Naja, da ist dein Bungoma, da ist es. Hätte ich nicht gefunden. Kenia waren wir also. Okay. Ach, das war's schon. Das hier. Das hier war. Also. Das war peinlich. Also, das war peinlich. Also, das mit Barcelona. Ich weiß nicht. Ich weiß beim besten Willen nicht. Jetzt, wo ich es gelesen habe, Barcelona, Spanien. Ja, logisch. Aber ich dachte kurz so, Barcelona ist die Hauptstadt von irgendeinem von den Ländern hier. Das dachte ich eigentlich so kurzzeitig. Aber nee. Ich glaube, wir sollten mal unabhängig hiervon einfach mal so ein Teste-Dich-Quiz machen. Hauptstädte und Länder. Das wäre doch mal eine Idee. Oh mein Gott. Ah, ich wollte die Map eigentlich liken. Kann ich die noch liken nachträglich? Schade. Wie viel? 25? Guckt euch das mal an. Ja, das sind jetzt so viele. Nee. Also, das glaube ich nicht. Kommt man wirklich. Es ist kein. Also, ich. Ich weiß, ich habe jetzt im Discord der gute. Jetzt hast du dich wieder umbenannt, ne? Wie heißt du denn jetzt aktuell? Wie muss ich dich jetzt nennen, dass die Leute dich zukennen? Wobei, ich glaube, das wissen sie auch nicht, wenn ich sage, der Meister Xehanort. Wie hast du denn früher geheißen? Du hattest nur einen anderen Namen mal. Aber ich weiß nicht mehr. Ist ja egal. Jedenfalls einer meiner Discord-User auf meinem Kanal. Wenn ihr auf den Conan88-Kanal auf Discord wollt, kommt gerne. Ihr seid herzlich willkommen. Es wird ungefähr einmal im Monat was geschrieben. Nein. Der hat das auch dann gemacht und hat dann Bilder gepostet und der kam extremst nah dran. Also der hat das echt gut geschafft. So, es ist sicherlich scheinbar möglich. Er hat jetzt nicht die 5000 überall geholt, aber der war echt gut dabei. Und das zeigte, dass es geht. Aber ich glaube, dass es jedes Mal 5000 wird, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ist ja jetzt egal. So, Battle Royale. Quick Play. Und ich würde, glaube ich, ganz gerne lieber heute noch eine Runde deutsche Maps spielen. Und jetzt nicht so viel Battle Royale machen. Wir gucken mal. Ne? Wir gucken mal. Sind schon wieder 20 Minuten rum, in denen ich mich blamiert habe. Das erste war super mit Tschechien. Da war ich noch voll gut dabei. Oh, was ist denn das? IE? Hamiltonhouse.ie. Verflucht, wofür steht IE? Für Irland? Würde Sinn ergeben, ne? Ja. Aber IE. Warum nicht IR? Ist IR schon belegt? Von welchem Land ist IR denn vielleicht schon belegt? IR. IR belegt? Weiß es nicht. Egal, wir sind in Irland, wir haben es schon geschafft.
Wo genau wir waren, keine Ahnung. Vielleicht in Dublin. Wäre möglich gewesen, aber man kriegt hier gar nicht die genaue Angabe. Ah, das ist auch so ein geniales Spiel einfach gewesen, Spirit Tracks. Also wenn ihr einen DS habt, wenn ihr Zelda mögt und wenn ihr Zelda Spirit Tracks noch nicht gespielt habt, holt euch um Himmels Willen Spirit Tracks für den DS. Danke. So, wir haben so russische Schriftzeichen. Persirovo steht hier. Ich bin wieder zu weit gefahren. Also wir sind in Osteuropa. Ja, wir bleiben in Osteuropa. Und es wurde schon so viel geschätzt, ich kann eigentlich jetzt über Dings wieder... Guck mal, die Mongolei wurde noch nicht geschätzt. Schade, jetzt wurde sie geschätzt. Das sehe ich schon da oben. Das sehe ich schon da oben. Das sehe ich auch schon da oben. Das sehe ich auch schon da oben. Russland selbst sehe ich auch da oben. Kasachstan ist noch nicht dabei. Schade. Jetzt habe ich halt nur noch ein Leben. Jetzt wird es kritisch. Das ist auch noch nicht dabei. Ich probiere es aus. Was, ich habe nichts zu ver... Naja. Können wir mal gucken, ob die Angaben hier... Aber die sind nicht so komisch geschrieben. Ja, aber ich habe kein Dings mehr. Immer noch das hier. Nordmazedonien. Wo wäre das denn überhaupt gewesen? Wir kurz mal erstmal Explorer Mode. Wait, what? Pick a country to play from the map or the list below. Do your best, play the map in single player mode and earn medals. Track your overall progress here. Start collecting medals. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal gucken, wo Nordmazedonien. Wieso kann ich die nicht anklicken? Wieso kann ich die alle nicht anklicken? Gibt's zu denen keine Maps? Oder muss man die freischalten? Oder gibt's zu denen überhaupt keine... Haben wir von den Ländern, die hier jetzt frei sind, schon mal jemals Maps gespielt? Schon, oder? Sonst wäre es ja lustig, weil sonst könnte man ja sagen, hey, die gibt's einfach gar nicht. Die wurden gar nicht hier implementiert, aber das wäre ja kompletter Blödsinn. Nee, ich glaube, die haben wir schon mal, oder? Ja, ja, klar, hier China, haben wir doch, haben wir schon mal eine China? Wait a moment. Ich weiß es gar nicht. Muss man hier mehr spielen, um andere Maps freizuschalten? Aber ich wollte ja, dass das anderes jetzt, Mensch. Raus Maps. Ich muss ganz kurz irgendwo reingehen. Ist egal. So, hier, Play. Ab dafür. Ich wollte ja nur hier unten die Karte offen haben. Wir gucken, wo dieses Nordmazedonien ist. Das muss doch auch irgendwo hier in der Gegend sein. Also rein von der Schriftart halt. Leute, ich bin eine Geografie-Niete. Es ist furchtbar. So, in Deutschland kenne ich mich noch aus. Aber was so die Welt angeht? Jo, wo ist Mazedonien? Muss doch da irgendwo sein. Oder nett? Jeder, der weiß, wo es ist, schlägt sich die Hände über den Kopf zusammen. Also jeder. Aber hier ist doch, das kann, hier ist doch nichts mehr. Das ist, bin ich dumm? Ist das hier so ein kleiner... Nee. Passt doch nicht, was ich hier mache. Ja, da ist Malta, weiß ich auch. Da! Über Griechenland. Das ist einfach Nordmazedonien. Und wo ist Südmazedonien? Huch.
Ägypten, ich meine, man muss ja weiter unten. Wieso, wenn es kein Südmazedonien gibt, wieso nennt man es dann nicht einfach? Ich frage einfach gar nicht. Hä? Ja, schmeiß mich wieder raus, danke. Ich frage einfach gar nicht. Ich lerne hier so viel über die Welt und blamier mich am laufenden Band, das ist herrlich. So, hier, woher ist dieses Lied? Das ist cool. Aber ich kenne das doch, ich kenne das doch. Ist das Banjo-Kazooie? Ja, genau. Breezy Peak. So. Ich habe schon wieder so ein bisschen... die Tschechei-Vibes, ne? Oder ist es jetzt Tschechei oder Tschechien? Ich mach's... Wie rum ich's mache, ist es falsch, ne? Ich weiß, es ist nicht mehr Tschechoslowakei, richtig? Kann aber... Ich sag einfach Tschech, so wie es hier steht. Ich hab Tschech-Vibes. Oder... Tschechia. Tschechia-Vibes. Komm, wir probieren's einfach aus. Ah, das wurde schon geschätzt. Ja, moin. Okay. Slowakei wurde noch nicht geschätzt. Auch ein blindes Huhn findet die Slowakei. Okay, gelbe Linien. Robert Wafti. Baptist Church. Nein, ich will dieses Schild besser lesen. Ich will mehr von dem Schild sehen. Oh no, zwei haben es schon. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Ach so. Okay. Das ging zu schnell. Das ging jetzt richtig fix hoch. Schade. Hättet ihr so schnell USA gedrückt? Okay, das hier ist halt auch schon wieder voll amerikanisch erstmal. Sollen wir es gleich ausprobieren? Und uns ärgern, wenn es einfach nicht... Guck mal, die geben es auch alle gleich ein. Ich meine, jetzt ist aber... Allerdings hätten wir jetzt Zeit. Ja, okay, aber es ist halt einfach... Okay. Aber jetzt hätten wir auch Zeit gehabt. Jetzt hätten wir uns nicht hetzen müssen. Hätten wir es noch auf Nummer sicher gehen können. Aber ja, es sieht schon sehr amerikanisch alles aus hier. Ist true. Ist true. Das jetzt für ein Lied? Mortal Kombat Theme. Fatality. Wait, Clips. Shoe Department. Gehen wir einkaufen? Ja, natürlich gehen wir in Walmart einkaufen. Die Apotheke. Oh, was ist das denn? Das sieht ja wild aus. Kann jemand, weiß jemand, welche Stadt das ist? Was das für ein Ding ist? Oh, irgendwelche... Ah, ich wollte gerade sagen, eine Bergstraße fahren wir hier hoch. Ah, stopp, da war ein Schild. Da können wir schon mal die Sprache festlegen. Okay, Beretski. Grünes Schild. Wir fahren rechts. Italien ist schon mal raus. Italien hätte grüne Straßenschilder.
Aber Berezki klang halt nicht italienisch, deswegen habe ich es auch nicht angeklickt. War da nicht gerade noch ein orangenes Schild? Da. Oh nein, wir fahren jetzt erst eine Serpentine hoch. Oder kurvige Straße zumindest. Nein, wir fahren in eine kurvige Straße, okay. Also es ist was Europäisches, würde ich sagen, so von der Natur her. Ja, jetzt wird's wieder blöd, jetzt haben wir schon wieder mehrere. Also muss ich hier auf jeden Fall irgendwas nehmen. Oh, probieren wir es halt mit Kroatien. Ne, Kroatien ist schon raus. Das ist schon raus. Ja, das ist auch schon raus. Österreich ist Blödsinn. Das war noch nicht dabei, aber ich muss jetzt einfach irgendwas raten. Haben sie... Ach, Polen. Ist. Aber es haben nur zwei rausgekriegt. Meiner Verteidigung. Das macht so süchtig, ne? Nein, du war nicht Internetadresse. Ha, ist das ein... Alter, lass mich das lesen. Ist das ein HR? So, was ist das? Okay, wofür steht HR? Hungary, ne? Ungarn. Hungary muss doch für Ungarn stehen. What? What? Ich habe so einen riesigen Hinweis vor der Schnauze. Wofür steht HR? Oh Gott, Zagreb. Oh Gott, ich muss Zagreb wissen. Nein, das ist doch ein bekannter... Oh Gott, jetzt weiß ich Zagreb wieder nicht. Ich könnte mich auf... Ich könnte mir gleich sowas von in den Hintern beißen, ne? Das ist schon wieder so ein Ort, den ich wissen müsste. Scheiße, ich weiß es nicht. Gott, wo ist denn Zagreb? Da! Kroatien? Was? Kroatien? Wieso hat Kroatien HR? Das sieht voll cool aus. Wo ist das? Das ist bestimmt jetzt so eine Sehenswürdigkeit, an der man das schon erkennen soll. Wahrscheinlich kann man hier nur auf dem Parkplatz rumfahren. Oh nein. Nee, kann man nicht. Okay. Gott, wo sind wir? Da ist ein Autohaus. Kriege ich da was raus? Domus Medica. Das ist... Irgendso... Ich gehe in die skandinavische Region. Und es wurden schon Sachen rausgenommen. Norwegen ist noch dabei. Schweden ist schon raus. Finnland ist noch dabei. Jetzt wird schon wieder kritisch. Jetzt wird schon wieder kritisch mit Raten. Ah, jetzt muss man noch einen Hinweis finden. Questhaus. Aber das ist sowas hier, aber es ist nichts davon. Bleibt eigentlich nur Island, oder? Komm, wir probieren's. Yes! Puh, wir sind nur zu dritt, okay. Okay. Ich habe südamerikanische Vibes. Da ist ein Schild. Wir nähern uns dem Schild vorsichtig, ohne es zu überfahren. Okay, und wenn man jetzt Ortskenntnisse hätte, wüsste man eindeutig, wo man ist. Scheiße. Tepelene Gioros Castel Maliai.
Aber wenn ich sage Südamerika, dann müsste ich jetzt halt hier nach diesen Orten suchen und das wird natürlich nicht möglich sein. Da müsste ich jetzt extremst viel Glück haben. Jemand Türkei geschätzt? Okay. Na gut, es könnten ja leider auch sowas möglich. Aber wenn ich jetzt zufällig Tepelene lesen würde, na, das würde ich so ein bisschen feiern. Aber wahrscheinlich bin ich einfach völlig auf dem falschen Dampfer. Fahren wir lieber ein bisschen weiter, ne? Kender Memalia. Nein, einer hat's! Einer hat's! Was tue ich? Was mache ich? Probier irgendwas aus. Muss irgendwas ausprobieren, sonst sind wir raus. Ja, wir sind auch so raus. Es tut mir leid. Schade! Albanien. Ja gut. Ja gut. Das hat nicht hingehauen, ne? Das hat nicht hingehauen. Okay, letzte Runde. Hätte man jetzt nur mal Interesse halber. Was wollte ich? Nein, wir haben keine Zeit. Wir haben gerade keine Zeit dafür. Wo sind wir? Podravnica, Sokotreit. Merkt ihr, wie gut Kumo einfach ist? Es ist so ein genialer Typ, ne? Teknitzki Preglet immer was sagen und dann glaube ich, es ist dumm und dann lasse ich es lieber. Guck mal, wie viel schon geschätzt wurde, sogar Deutschland wurde geschätzt. Ja, fast, Leute, fast. Kein einziger kommt drauf? Was? What? Ernsthaft jetzt? Ich probiere einfach irgendwas. Haben wir das schon? Das sehe ich nicht da oben. Schade, jetzt hat's einer. Und der gewinnt, weil er der Einzige ist. Der gewinnt einfach, weil er der Einzige ist. Montenegro. Ich spuck meinen Bildschirm an vor Freude. Das ist nicht Freude gewesen. Der gewinnt einfach, weil er der Einzige ist, der es rausgekriegt hat. Ach, Mensch. Ich bin auch so, ich bin so wahnsinnig unkonzentriert. Es war echt, also jetzt mitten in der Nacht das Aufnehmen ist keine gute Idee. Sollte ich lassen. Reifengespräch. Wir fahren mal hier aus der Ortschaft raus und in die nächste vielleicht rein. Wir kriegen unterwegs irgendwelche Straßenschilder ins Gesicht gedrückt. Normal, wenn du Auto fährst, so, du fährst von einem Ort in den nächsten, meistens gibt es eine Abzweigung, wo irgendwelche Ortsnamen stehen und hier nie. Gibt es einfach keine Abzweigungen, so, es kennt einfach dieses Land wieder nicht. Und Ortsschilder kennt das Land scheinbar auch nicht, oder was? Wo ist denn jetzt hier ein Ortsschild? War hier irgendwo ein Ortsschild? Oh, hier. Weißes Ortsschild, ne? Hä? Wo ist es? Da. Das ist auch schon wieder sowas. Das ist doch Polen, oder? Polen ist schon raus. Ja, dann hier. Ist das schon raus? Das ist auch schon raus. Ah, zu wenig Zeit. Okay, letzte Runde.
Schöne Gegend. Sind es die Alpen? Dann hätte ich österreichische Vibes. Oder Italien könnte es natürlich auch sein. Aber es gibt noch mehr so Regionen, die so Berge haben. Es reicht halt nicht aus. Was steht da drauf? Kann kein Mensch lesen. Oh, da sind Schilder. Die werden jetzt schon mal das Land klar machen. Also die Sprache, wollte ich sagen. Eskas, Porta Rutland, Sisponi, Lamassana. Ja, Österreich ist raus. Italien eigentlich auch, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, Eskas habe ich schon verstanden. Ist das Spanien? Probieren wir Spanien mal aus. Ah, Spanien hat schon jemand ausprobiert. Portugal wurde noch nicht ausprobiert. Jetzt aber komisch gewesen. Wir hätten auch wieder. Ach, was klicke ich denn an? Was mache ich denn hier? Was wollte ich jetzt gerade? Okay, das hätte ich nicht angeklickt. Also Andorra hätte ich jetzt nicht angeklickt. Haben auch nur zwei rausgekriegt. Ich habe deutsche Vibes. Ganz spontan habe ich deutsche Vibes. Na, bei dem Schild nicht mehr so ganz. Aber so ganz ist so das erste Bild war so, oh, Deutschland. Aber auf jeden Fall europäisch. Ganz, ganz klar europäisch. Österreich würde immer noch möglich sein, oder? So, Ortschaft. Wo waren wir? Ja, da ist vorbei mit Österreich. Lache, wenn es wieder Andorra ist, weißt du? Mann, da war ein großes Schild. Zurück. Da, das da. Zurück. Zurück. Komm, probieren wir halt wieder hier meine Dings. Die sind noch nicht dabei. Schade. Ich hasse das, wenn das nicht kommt, was ich will. Ja, jetzt wird es wieder blöd. Schaut mal, wie viel schon wieder geraten wurde, und dann weiß ich immer gar nicht, was ich noch nicht hatte. Nein. Mir war einfach da. Das ist schon drin. Und dann klickt man auf dem Land und sieht, es ist schon oben und dann kommt man nicht aufs nächste. Mann! Bin zu. Inkompetent für dieses Spiel. Komm, Nummer 10 kann jetzt auch noch reinkommen. Hier. Go. Starten wir das einfach so neu. Oh, moin, das geht sofort los. Oha, wir sind umzingelt. Wir sind umzingelt. Von Touristen. Oder so. Jo, das ist auf jeden Fall ein großer Ort. Manuel José Odeón. Procession del Silencio. Petit Moro. Ja, gut, der kann überall sein. Viva la Pizza. Das kann auch überall sein. Ah. Pueblos Magicos. Ach, .com. San Luis Potosi Turismo. Wo ist San Luis? Das ist jetzt schon wieder so eine Ortschaft, die müsste man bestimmt kennen, San Luis. Oder ist es einfach. Ja, ich glaube, das ist keine Ortschaft. Ich glaube, das ist das Busunternehmen. Vergesst, was ich gesagt habe. Verlädt das. Das ist zu wenig, um irgendwas zu raten. Keine Ahnung. Probier einfach irgendwas aus.
Argentinien. Das wurde sogar schon geraten. Scheiße. Chile. Wurde auch schon geraten. Mexiko. Ja, okay. Das sieht nicht aus, als ob ich da in eine Ortschaft komme. Fahren wir mal hier rum. Und da war direkt ein Ort. Okay. Grande Hinweise. Novoa Promocio de Cases. Ach, Punkt, komm, geh weg. Ah, das sind mehr Schildchen, die man lesen kann. Udaya Daya Dogs. War da ein Schild? Nee. Oh, da ist aber ein großes Ortsschild. Stopp, zurück. So, dass ich es lesen kann. Danke. La Massana, Andorra La Vella, Valnord Arinsa. Das sind schon wieder so große Ortsnamen, die man wahrscheinlich kennen müsste. Aber ja, kenne ich halt nicht. Vielleicht in Spanien finde ich ja in La Massana. Komm, wir probieren Spanien einfach. Ah, wurde schon. Das sehe ich da oben noch nicht in den Karten. Schade. Ach. Ich wollte es gerade. Ich hatte doch schon drauf geklickt. Ich habe nur noch nicht. Mag ich nicht mehr. Ihr habt's gesehen. Ich hatte das Land angeklickt. Weil es vorhin auch Andorra war. Genau das war's vorhin auch. Ich hatte es ach, come on. Okay, genug aufgeregt. Danke fürs Zuschauen. Das war eine besonders peinliche Folge. Also, Barcelona hängt mir noch nach. Ich habe ein schlechtes Gewissen, das hochzuladen. Aber ich bin ehrlich. Das ist mein Fail. So ist es halt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.